Quatsch. Schaut mal, liebe Geschwister, diese Traumdeutung ist nicht eine Sache, die jeder macht. Das ist ein spezielles Wissensgebiet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und deswegen Imam Malik, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an, wenn er gesehen hat, dass Leute über die Traumdeutung einfach so reden, dann hat er sie zur Rechenschaft gezogen. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Weil, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte, die Träume sind der 46. Teil vom Prophetentum. Darüber kann nicht jeder einfach so reden. Und die Träume können dreierlei Bedeutung haben. Manche Träume sind von Allah, manche sind vom Shaitan und manche sind vom eigenen Nafs, von der eigenen Seele. Eine Person braucht dieses Wissen. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Bei Al-Bukhari wird überliefert, dass Ibn Umar radiallahu an einmal geträumt hat, dass er im Höllenfeuer ist. Dann wurde dieses zum Propheten sallallahu alaihi wasallam überbracht, dass er über sich geträumt hat, dass er im Höllenfeuer ist, weil er wollte gerne dessen Bedeutung wissen. Was denkst du jetzt, wenn jemand träumt, dass er im Höllenfeuer ist? Was würdest du sagen? Guter oder schlechter Traum? Schlechter. Schlechter, ne? Schlechter. Wer würde von uns gut sein? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses erfahren hat, sagte er, was Ibn Umar fehlt, ist, dass er nur einen Teil in der Nacht betet. Subhanallah. Dass er nur einen Teil, was? In der Nacht betet. Ibn Umar war bekannt. Er war Asadus Sunna, der Löwe der Sunna. Ibn Umar radiallahu an, als einmal zu ihm gesagt wurde, und er hatte eine Frage gestellt über eine bestimmte Fiqh-Angelegenheit, dann sagte man ihm, frag dein Vater. Wer ist sein Vater? Umar ibn al-Khattab. Er sagte, nein, ich möchte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam fragen. Subhanallah. Was sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dazu? Ibn Umar war nicht nur irgendeine Person. Aber, subhanallah, es fehlte ihm ein Teil in der Nacht. Ibn Sirin, rahimullah ta'ala, es wird gesagt, dass er ein Buch über Traumdeutung geschrieben hat, aber wallahu ta'ala ala wa alam, das kann man nicht so klar sagen. Das kann man nicht so klar bestätigen. Ibn Sirin, wenn Leute zu ihm gekommen sind und sie haben ihm ihr Traum geschildert, dann sagte er zu der einen Person eine Antwort und die andere Person, die genau dasselbe geträumt hat, hat eine andere Antwort von ihm bekommen, weil der eine ein Rechtschaffener war und der andere ein Fasik. Das ist kein leichtes Spiel, liebe Geschwister. Deswegen sollte man aufpassen und lieber nicht auf diese Seiten gehen, damit man auch nicht in Fitna fällt. Wallahu ta'ala ala wa alam.